Willkommen zurück zu Lost Ark. Irgendwann im Laufe des Spiels bekommt man eine Ratgeber-Quest, die einen zu diesem Turm führt. Ich war da noch nicht drin, ich würde das gerne mal angucken. Das ist, denke ich mal, so eine Art Spiel, so von wie hoch kommst du im ganzen Turm. Ist sehr interessant. Ich gehe mal auf Betreten, ist nur eine einzige Person. Ich kann meine Tränke nicht wechseln, sonstiges. Habe ich meine richtigen Skills? Ja, Skills habe ich. Ne, Skills ist hier. Stufe 1 habe ich genommen, alles richtig. Gut. Ich gucke mal das Ganze mal an. Möchtest du nach Schattenspitze reisen? Ja. Und dann gucken wir uns mal diesen Turm an, was auch immer der im Endeffekt kann. So. Schönen guten Tag, hier bin ich. Habe ich eine Karte? Ich habe keine Karte. So. Zeitlimit 3 Minuten, erforderliche Gegenstände Stufe 2, zerstöre den Siegelstein. Überlebe alle Angriffe. Diese Belohnung ist nur einmal pro Konto erhältlich. Ah, okay. So, guten Tag. Beginn. Kann ich ihn schon zerstören? Oder muss ich hier? Ah, okay. Ja, und jetzt? Sonst passiert nichts, oder wie? Die haben keinen Effekt. Erfolg. Yay! Ich hab einen Erfolg. Okay. Gehen wir einmal weiter zu Stufe 2. Das. So. Eliminiere alle Gegner. Okay. Lassen wir mal auf uns zukommen. Ja, das, ja. Okay. Das haben sie jetzt alles auch relativ einfach. Das kann ich. Besiege benannte Monster. Das sind vielleicht, das hat noch Minibosse, ne? Was seid ihr benannte Monster? Krabbe. Pain, 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 pain. Ah, das ist das benannte Monster. Cool, fuck up, fuck up. Erfolg. Sehr schön. Eliminiere Gegner. Kommen so ein paar, ist ganz schön. Bam. Erfolg. Okay, Erfolg. Anhalten? Achso, dann geht wahrscheinlich raus, ne? Das wollte ich jetzt noch nicht. So, hier gibt es einen Kompetenzrank. Jetzt automatisch 4 Kompetenz. Schön. Besiege den Boss. Zu etwas so? Das ist schön, wenn es einer ist, ist angenehm. Du bewegst dich aber sehr langsam hier. Okay, jetzt kann ich kurz langsam laufen. Ich schleiche jetzt nur die Gegend. Was ist denn hier? Eine Minute? Abbrechen, nämlich. Ah. Yeah.
Okay, ach, da hätte ich so 5 Minuten Zeit für gehabt. Okay. Ich habe einen Kompetenzrang hier, also was kurz anhalten ist. Also, steht nicht dran. Gut, dann gehe ich schnell aus dem Dungeon raus. So, nächste Stufe. Besiege benannte Monster. Du bist ja hässlich. Erfolg. Zu einfach, Erfolg einverlassen. Okay. Gut, das war jetzt nicht so schwer. Ach, meine Skills sind danach wieder komplett zurückgesetzt, das ist auch sehr schön. Und ich habe volle Lebenspunkte. Ah, alles seine. Eliminiere Gegner. Ja, gut, ne? Kommt mal alle her. Ach ja, die Dinger platzen ja. Gut. Ich hatte mir zumindest auch hier unten schon das ein bisschen schwieriger vorgestellt. Aber umso besser, umso weiter nach oben komme ich. Ich dachte, ich komme so bis 8, 9 oder sowas. Besiege benannte Monster. Gut. 12 Sekunden. Jetzt Gegner besiegen. Na, kommt alle her. Schneller. Leute, ich hab noch 3 Minuten Zeit. Ey, was werft ihr denn da? Was? Nee, das war's nicht. Ah, jetzt geht's. Jetzt! Jetzt haben wir mal ein paar Gegner hier. Das hatte sogar schon ein bisschen länger gedauert. Besiege Le Boss. Da kommen noch Leute raus. Okay, Merke, das Ding nicht aufmachen. Ja, jetzt wird es auch schon ein bisschen anspruchsvoller. Bumm. Sehr schön. Höchste Dunkelheit 1. Ah ja. So, zu viel Arbeit heute. Ja, das hier so sieht aus. Was ist das hier? Achso, da kann ich nicht. Eliminiere Gegner. Ja. Achso, ich wollte sagen, ich höre sie. Ja, komm mal, jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller hier. Töte diese von sich geben, ey.
So. Aha, bis 11? Ich mache es noch bis 15, wenn ich so weit komme. Dann ist es auch gut. Dann haben wir den Turm auch mal gesehen. Beginn. Aktiviere den richtigen Schalter. Nein, das war nicht der richtige Schalter. Erfolg. Hä? Ich dachte, ich hätte ihn jetzt besiegen müssen und einen anderen Schalter drücken müssen. Gut, okay. Ich habe den richtigen Schalter anscheinend erwischt und musste noch Viecher umklatschen. Beginn. Eliminiere Gegner. Was ist das denn hier? So, Blitzperlen. Was habe ich davon? Blitzperlen, 15% Crit-Wahrscheinlichkeit. Oh, nice. Aber das ist eh wieder weg, ne? Ne, ist noch da. Besiege benannte Monster. Ganz schön viel los hier. Kommt alle her. Oh. Was sagen, hallo? Was mit euch? Toll. Oh, da ist jemand. Du musst das benannte Monster sein, ne? Erfolg. Gut, das war doch wieder einfacher. So, hiernach mach ich mal Feierabend. Muss jetzt wieder mal so in die 30 Minuten gehen. Eliminiere Gegner. Bist du ein Gegner? Oh ja, du bist ein Gegner. Aua, ja, hier nach meinem Feierabend. Boah. Hier nach mache ich definitiv Feierabend. Ja, hier nach mache ich Feierabend. Genau, sag ich doch. Okay, bis zur 14. Ebene bin ich gekommen. Das ist schon mal sehr schön. Die 15. Ebene ist dank diesen ganzen Feintypen echt ganz schön schwer. Super, das, ja, hätte ich automatisch 5 Identität bekommen. Na gut, schade eigentlich. Reicht mir aber auch. Gut, bis zur Ebene 14, das, ja, wie gesagt, gefällt mir recht gut. Was gab es alles als Belohnung? Es gab hier 9... Gravuranleitungen. Ach, ich kann davon. Ah, das sind verschiedene. Ich kann mir aussuchen, welche ich jetzt haben möchte. Okay, und hier habe ich Beschwörer, Paladin, Berserker. Ah, okay. Ich bin ja eine. Wo bin ich denn? Todesschütze? Oder gibt es extra einen für Todesschützin? Todesklinge, Kampf, wenn ich sehen wollte, Kriegsbade, Beschwörer, Paladin. Kunstschützen, da. Gravuranleitung. Aha, Stufe 1. Angriffsgeschwindigkeit in der Pistolenhaltung. Okay. Gravuranleitung, Zeit für die Jagd. 20% Crit-Wahrscheinlichkeit für Pistolen- und Gewehrfertigkeit in Schrotflintenhaltung kann nicht verwendet werden. Okay, und hier. Okay. Okay, das muss ich mir alles in Ruhe angucken. Hier sind noch ein paar Bücher und so weiter und so fort. Hier sind ein paar Gravurenleitungen. Ja, ist also alles an sich ganz nett. Supi, das war es soweit zu dem Turm. Bis Ebene 14 gekommen. Das war relativ einfach. Und die Ebene 15 war in dem Falle ziemlich schwer. Komischerweise. Aber gut, so ist es halt. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Und bis dahin, macht es gut. Tschüss!